Aber cool, dass ihr kurz rübergekommen seid. Ja, hat uns auch total gefreut, euch kennenzulernen. Ja, super. Macht weiter so. Ja. Das ist wie so eine Höhle oder so ein Schildkrötenhaus irgendwie. Ja, verrückt, oder? Ja. 1000 Gänge. Überall so kleine Zimmer. Guten Morgen. Guten Morgen. Bevor jetzt der dritte Tag unserer Nusa Penida, Nusa Lembongan Tour startet, geht es erst mal zum Frühstück. So, Michael ist auch mit am Start, hat uns gerade aufgesammelt und jetzt geht's ab zum Strand. Da hüpfen wir auf dem Boot und dann machen wir eine Mangroventour heute Morgen. So, ich bin da raus aus dem Wasser, war auch echt schön, aber wir sind gerade dabei, unsere Community zu vergrößern, denn unser Bootsfahrer hat uns gerade abonniert. Ich bin auch gerade schon ein Video am gucken, gell? You like it? Yeah. Yes. Sehr nice.
So, wir haben wieder festen Boden unter den Füßen. Schnorcheln gerade haben wir zuerst gemacht, jetzt gleich folgt die Mangroventour. Aber das Schnorcheln war auch richtig schön gewesen, vor allem der erste Spot, der war echt toll. Ein bisschen blöd war manchmal, dass die Wolken immer wieder kamen und so war das Wasser halt nicht oder nicht im Wasser alles so leuchten wie mit Sonne. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Und der zweite Spot war The Wall, also direkt vor Nusa Penida gelegen, es war auch schön. Aber da war es dann fast nur komplett wolkig. Aber ansonsten schöne Korallen wieder gesehen, dicke Fische. Wir haben erst einen kurzen Stopp gemacht und sind am höchsten Punkt der Insel angekommen. Der ist nur 300 Meter hoch. Na, haben wir Aussicht. Wir sind jetzt hier auf so einem kleinen Bötchen, das ist so ähnlich wie in Vietnam damals, also halt ohne Motor und ja, mit so einem Stock da hinten. Ja genau, der Mann hinten, der treibt uns wirklich nur über den Stick an. Aber das ist super ruhig hier. Am Anfang gerade, da fuhren auch noch Boote mit Motor rum. Wir sind jetzt hier in der Gegend, wo man glaube ich nur ohne durch kann. Das ist echt richtig schön. Das ist so krass, wie viele im Moment von der Community einfach hier in Indonesien sind. Also gerade kamen uns auch welche entgegen und wir haben das gar nicht gecheckt, dass ihr uns kanntet. Und, ja, ne, wissen Namen jetzt auch nicht, weil wir sind aneinander vorbeigefahren und er meinte nur, er hat das Video angemacht, am Handy bereit gefilmt und sagte Hello Insta oder Hallo Instagram. Und wir so, willkommen hi. Bei Instagram. Genau, so war es und wir wussten aber nicht, dass er uns kennt. Auf jeden Fall ist er uns vorbeigefahren, ruft dann nochmal, dreht euch nochmal um. Könnt noch mal winken ja, oder so. Und voll lustig, aber es ist echt Wahnsinn im Moment. Alle drei Tage, die wir hier unterwegs waren, Leute Tag, getroffen, die uns kannten aus der Community. Echt Hammer. Cool, ja. Zack, dann sind wir zurück am sicheren Ufer. Am sicheren Hafen. Ja, aber es war eine ganz geschmeidige Fahrt. Also hier kommt kein Wasser rein, hier wird keiner seekrank. Ganz easy. So, da sind die zwei, die uns jetzt in den Mangroven gefilmt haben, Thomas und Simon. Richtig cool, euch kennengelernt zu haben gerade, wenn auch nur kurz, weil wir sind gerade auf dem Sprung, wir müssen weiter zum nächsten Spot, weil unsere Fähre geht heute schon um 3 Uhr, war es, genau. Ja, eigentlich hatten wir genug Zeit, aber wir haben gerade hier ein bisschen viel Zeit verbracht fürs Foto machen. Aber cool, dass ihr kurz rübergekommen seid. Ja, hat uns auch total gefreut, euch kennenzulernen. Ja, super. Macht weiter so. Ja, danke und schöne Weiterreise euch. Ebenso. Gleichfalls. Ciao. 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 Wir schauen uns jetzt das Underground House an. Es ist halt ein Haus, wie der Name schon sagt, unter der Erde. Und das wurde von einem Mann 15 Jahre lang gebaut. Ja. Da geht's jetzt rein. Wo seid ihr? Links? Hier. Wo ist hier? Hier. Da. Halt hier. Hier! It's like here. Here, yeah, here. Here in 1 million in entrances. It's small. Ist wie so eine Höhle oder so ein Schildkrötenhaus irgendwie, ja, ne? Verrückt, oder? Ja. 1000 Gänge. Überall so kleine
Zimmer. Ganz lustig. Ja. Hat er hier auch gelebt, der Mann? Michael. Ja? The man lived here? No. Sadly. The man, yes. The man lived here. The man that maker of yes. this house, yeah. For a long time? For a long time. Okay. Das hier vorne ist die Küche. Ja, hier ist die Küche. Michael, what are you cooking? Huh? What are you cooking for us? Cooking air. Mi goreng, please. Mi goreng and nasi goreng. Oh, ich hoffe, da komme ich durch. Das hoffe ich auch. Der Schildkrötenmann. Rucksack auf. Boah, kann ich verstehen. Mega interessant in der Höhle, aber als kleinen Tipp, sprüht euch vorher ein, weil da sind doch einige Mücken drin gewesen. Ne? Ja. Das hat es gerade gut erwischt. Angekommen. Der ist ja auch ganz bekannt und die Schaukeln hier kennt man ja von Instagram, aber die Wellen sind richtig hoch, ne? Ja. So, next stop ist jetzt Devil's Tears, da können wir jetzt zu Fuß hingehen. Sind nur, ja, weiß ich nicht, eine Minute 30 Sekunden Entfernung. Aber gerade der Spot war auch schon ganz schön, aber trotzdem hat es uns jetzt eben noch besser gefallen an dem Strand, wo wir vor dem Hotel waren. Ne? Das war genau, richtig cool, schön ja, ruhige Atmosphäre auch. Aber wir haben auch schon gesagt, wir kommen auf jeden Fall nochmal hier hin für eine längere Zeit. Nieder fand ich jetzt genau richtig. Also da müsste ich jetzt nicht länger. Jetzt total lange sein, aber hier ist es alles ein bisschen ruhiger noch. Das ja, hier ist, finde ich, richtig schön. Zum Erholen auch ganz schön, weil da muss man halt zu den schönen Stränden immer weiter hinfahren. Und hier, da hat man halt große Hotels oder auch schöne Hotels in der Nähe oder direkt vor den Stränden. Genau. Ist echt gut. Und hier kann man, glaube ich, auch alleine mit dem Roller eigentlich ganz gut fahren, finde ich. Ja, ich denke auch. Nur einen Helm tragen, besser. Wir sind jetzt am bekannten Devil's Tears, so heißt das Örtchen hier. Aber hier sind echt verrückte Menschen unterwegs. Gerade ist das Wasser ruhig, aber davor ist das da hinten so extrem hochgeschossen. Da ist Mosambini da gar nichts gegen gewesen. Nee, von dem Wasser her, das so hochspritzt. Weil, aber das Übel ist, da vorne auf der Plattform, da standen ganz viele Chinesen. Und das Wasser ist so über die drüber geknallt, richtig, richtig heftig. Und hier sind schon viele, viele Menschen auch gestorben, die einfach weggespült wurden. Und ganz da hinten, da sieht man solche Seile, die wurden neu da gemacht, weil die Leute sich früher bis an die Klippe gestellt haben oder ans Cliff. Die wurden einfach runtergespült und ja, viele, viele Tote hier schon. Das ist echt verrückt, was hier los ist. Guckt euch das mal an. Ja. Das Wasser wird wirklich geschossen. Übel. Und je nachdem, wie halt die Wetterlage ist und Co., ist es hier noch viel extremer mit den Wellen. Und die Absperrung hier hinter uns, die gab es halt, wie gesagt, früher nicht. Und da sind einfach die Leute runtergespült worden in dieses Becken da unten und dabei gestorben. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass Leute das freiwillig machen, so nah da dran zu gehen. Auch wenn man hier immer die Wellen kommen sieht. Verrückt. Das ist echt spektakulär. Ich filme gerade mal mit der GoPro weiter. Wir sind gerade auch mal ordentlich nass geworden kurz. Aber das ist schon verrückt, weil hier sind fast nur Chinesen. Das ist echt richtig heftig. Hätte ich nicht gedacht. Der ist scheinbar in China super beliebt, der Spot hier. Wow.
Wir warten jetzt hier gerade auf unsere Fähre. Ich denke noch 10 Minuten, Viertelstunde, dann geht's los. Aber direkt gegenüber, also da vorne, da sitzen 4 Indonesier und spielen Domino. Und das ist so geil, immer wenn die Ende rundet oder der erste nah dran ist am Sieg, dann ticken die total aus. Das ist mega lustig. Ja, so ein paar alte Tanken. Ja, echt. Das ist Bali-Style, oder? Beim Aussteigen. Wir sind wieder auf Bali angekommen, war auch eine wirklich gute Fähre. Aber Fahrt war ein paar Mal richtig bumpy, aber ansonsten sehr, sehr gut. Also richtig Glück gehabt. So, Home Sweet Home, wir sind zurück nach echt einer Menge Stau bis hier nach Canggu. Es war gerade echt heftig. Ich glaube, das war der heftigste Stau, den wir je hinter uns hatten, weil. Ja, Bali, ja. Aber jetzt sind wir wieder zurück und ja, eine mega schöne Tour liegt hinter uns. 3 schöne Tage mit Michael zusammen. Ja. Ja, super Freund und super Tour. Nice Tour Guide. Thank you very much. Terima kasih. Ja, und wir verlinken euch unten die Tour nochmal in der Videobeschreibung. Ja, genau. Ja, und das war's für heute. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal was essen, ne? Ja. Zurück und haben gut gegessen, ja. Auf jeden Fall. War jetzt mal wieder lecker, Salat und Frisches zu essen, ja, weil jetzt zugeschlagen. Die ganze Zeit Nasi Goreng und Nasi Migoreng zu essen, war dann zwar lecker, aber ne, Salat, ja, tut dann auch wieder gut. Und ja, noch ein kurzes Fazit, also die Insel hat uns auch wieder sehr gut gefallen. Was man halt natürlich nicht schönreden kann, sage ich jetzt mal, ist halt der ganze Müll. Ja. Da haben wir auch wieder einiges gesehen. Ja. Und ich fand Nusa Penida aber noch krasser mit dem Müll. Ja, aber der Großteil vom Müll auf Lembongan wird wohl auf einer Müllkippe verbrannt, was auch nicht schön ist. Ich weiß nicht, wie sie es auf Nusa Penida regeln, aber die ganze Sache kann man halt einfach nicht schönreden. Und es fiel auch einfach nicht vom Tourismus, sondern wirklich von den Locals. Und ja. Ja, gut, Touristen benehmen sich viele auch nicht so doll und werfen Dinge weg, aber ja, ist einfach ein riesiges Problem, kann man nicht schönreden. Genau, aber unsere Rückfahrt war jetzt zum Beispiel auch wieder super mit der Fähre, also oder mit Glück dem Speedboot, das ist ja ein Speedboot in dem Sinne. Und da haben wir ja auch schon ganz viele Horrorstories gehört, ja, aber wir hatten echt Glück. Dafür hatten wir ja gestern diese riesige Welle, wo wir zum Manta Point gefahren waren. Penida. Also ich fand, sie sah aus wie eine 5-Meter-Welle. Du meintest, sie war 3 Meter hoch, aber wir waren halt wirklich ganz unten und dann türmte sich so eine riesen Welle vor uns auf und das war halt richtig krass und ja, das war so mein Albtraum, ganz ehrlich gesagt. Sowas hat man echt noch nie erlebt, aber wir haben es überlebt. Ja. Der war schon schaurig, wo die riesige Welle auf einen zukam, definitiv. Aber ansonsten 3 richtig schöne Tage, eine Menge erlebt, eine Menge gesehen. Richtig schöne Spots, auch die Strände, die Farben vom Meer, also boah, Hammer. Aber. Genau, und noch eine kurze Info, also uns haben auch mega viele Leute geschrieben, dass halt wirklich sehr viele Leute schon gestorben sind, weil sie halt entweder auf Nusa Penida oder Lembongan
zu weit an die Klippen gegangen sind und echt runtergefallen sind. Oder weggespült wurden von Wellen und ähnlichem. Deswegen echt passt auf, wenn da Schilder stehen oder Abgrenzen, wo ihr nicht drüber sollt. Das hat wirklich Gründe, weil alleine heute an dem Devil's Tier hieß es, weil? Devil Tears, glaube ich. Ja, Devil Tears. Da sind wirklich schon richtig, richtig viele Menschen gestorben. Das hat der Michael uns auch erzählt. Ja. Und jetzt beim Killing King Beach, Nusa Penida, wo wir da waren, da ist auch fast einer abgerutscht. Ja, und die waren einfach... Das war auch richtig heftig. Die wären einfach in die Tiefe, richtig tief runtergefallen, hunderte Meter, ich weiß nicht, wie hoch es da ist, aber... Also, nee, also nicht für Instagram-Bilder oder einfach irgendwie sowas euer Leben riskieren, das ist es einfach nicht wert, Leute. Jo. Ansonsten mega schöne Tage einfach, wir sind jetzt kugelrund, ich zumindest gerade, ich kann kaum noch laufen mehr, so viel gegessen, jetzt wird geduscht und dann ab ins Bett gleich, ist nicht schon spät auch. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, weil es geht die Tage jetzt nach Uhud und dann nehmen wir euch dann auch. Genau, also da gerne ein Däumchen nach oben da lassen, einen Kommentar und dann bis morgen oder die Tage. Ciao. Ciao. Der Name kommt vom Hotel, was da hinten das ist. Da sind sie. So, auch heute ist es wieder passiert. Das sind die zwei, Marius und Simon, die uns jetzt eben in den Mangroven gefilmt haben. Eigentlich wir... Thomas, aber okay. Nee. Der war aber echt gut. Ja. Ich weiß nicht, ob mich was gestochen hat. Don't be shy. Finally we get wet. Yes. Hey, Makasi. Oh, can I have one? Salty water. Nee. Aus einem 1:0 für mich wurde ein 4:1 für Jessie. Wir sind jetzt da und schaut mal, der Wasserfall in seiner vollen Pracht. Damals war das ja da ganz oben alles weggebrochen. Da. Ja, für ein gutes Gespräch. Also wieder ganz schön, als wären wir gar nicht lange weg gewesen. Ja, schönen Abend. Together now until forever, just us.